Das Laden an den Ladestationen hier in Herten ist relativ unkompliziert. Die sind zum einen freigeschaltet, barrierefrei. Das heißt, jede Person kann dort ohne einen Autostromvertrag zu besitzen tanken, die abrechnen oder laden. Die Abrechnung erfolgt über die Kreditkarte bzw. über einen Gutschein, den man dort verladen kann. Die zweite Möglichkeit, dort zu laden an den Ladestationen, ist der Abschluss eines Autostromvertrages mit uns, mit den Herthener Stadtwerken. Wir bieten diesen Autostromvertrag für interessierte Kunden an. Zu dem Vertrag, Autostromvertrag, erhält der Kunde eine Autostromkarte. Mit dieser Autostromkarte kann er relativ unkompliziert und einfach laden. Wie starte ich nun Ladevorgang mit unserer Ladekarte? Also, ich verbinde das Auto mit der Ladestation, warte einige Sekunden, bis das Auto erkannt wurde. Die Ladestation LED-Feld zeigt grün. Anschließend nehme ich die Ladekarte, halte die einmal für 2-3 Sekunden vor das RFID-Kartenfeld. Nach wenigen Sekunden wechselt die LED von grün in blau. Die blaue Farbe zeigt an, dass der Ladevorgang gestartet wird. Wie gesagt, das Beenden des Ladevorgangs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ich halte die Karte vor das RFID-Feld. Anschließend entkoppel ich bzw. löse ich die Leitung vom Auto und von der Ladestation. Das Laden mit der Autostromkarte der Herthener Stadtwerke ist einfach und unkompliziert. Die Herthener Stadtwerke, wir machen es einfach.